Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir sind Coco und Tom und reisen mit unserer Fellnase Kuba durch die Welt. Unterwegs leben wir im Krümel, der früher ein LKW im Katastrophenschutz beim THW gewesen ist. Nachdem wir ihn selbst umgebaut haben, ist er jetzt unser Zuhause für unterwegs. Kommt gerne mit! So schön das jetzt hier ist. Wir haben uns echt reingeritten in den Sand. Ich hoffe, da kommen wir ohne fremde Hilfe wieder raus. Das wird echt schwierig. So, was macht man, wenn man sich festgefahren hat, habe ich gelernt. Erstmal ein Bier auf, habe ich schon gemacht. Was Gutes zum Abendessen ist die Coco gerade bei. Den Sonnenuntergang genießen. Mal gucken, ob man den hier sehen kann, ja. Und morgen geht's weiter. Auf alle Fälle, unabhängig vom Festfahren, das ist schon ein Megaplatz hier. Sollte man eigentlich erst mal eine Woche stehen bleiben und sich dann frei buddeln. Da ist auch der Krümel leichter, wenn das ganze Bier getrunken ist. Guten Morgen, die Sonne geht gleich auf. Kuba und ich machen einen Strandspaziergang. Das war eine Scheiße. Aber irgendwie geht es ja immer weiter. Wie sagt der Rheinländer, es hätte noch immer gut hier. Wir haben mal geguckt, ob der Weg, den wir reingefahren sind, ob man den gerade weiterfahren kann. Ja, ich denke, wenn wir den Krümel freikriegen, können wir das machen. Deshalb, wir werden am Frühstück jetzt erstmal anfangen zu buddeln, Luft ablassen, Motorrad runter, also den Krümel leicht machen. Und dann schauen wir, ob es geht. Ihr werdet es ja sehen. So schaut es hier aus. Und anstatt jetzt am Strand zu liegen, darf ich die Sandbleche runterholen. So, ich bin der Buddelkommando, bis ich nicht mehr kann. Coco lässt die Luft ab. 3,5 bar ist das Ziel. 6 haben wir drin. Das ist aber eine unbequeme Art von Frühsport. Weil wir uns so scheiße tief eingefahren haben. Brauche ich auch lange für. Sandbleche liegen auch schon bereit. Und ich gehe jetzt weiter Luft ablassen. Kinder, es ist anstrengend. Das erste Sandblech liegt. Dummerweise bei der Einzelbereifung sind die Ventile innen. Sie kommt dran. Ich sehe die Finger. Naja. Jetzt haben wir keine Lust mehr zu graben. Wir denken, es funktioniert jetzt. Ein bisschen Glück brauchen wir. Wir haben gegraben wie die Weltmeister. Luft abgelassen. So sieht das jetzt aus. Motorrad abgeladen. Drückt uns die Daumen, ey, Leute, Leute. Oh, das muss jetzt klappen. Gib alles, gib alles, gib alles. Ja, 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 weiter, 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 weiter. Weiter, 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 weiter. So. So weit, so gut. So, Bleche sind wieder drunter. Für die nächsten paar Meter. Da müssen wir auf die Spur. Geschafft. Wir sind wieder auf Spur. Yeah, wir sind wieder auf Spur. Mal gucken, ob das reicht. Luft ablassen, das war die Lösung. Wir hinterlassen unseren Platz, zwar ein bisschen unschön hier, aber
Die Natur wird es wieder richten. Die kommen jetzt noch nicht weg. So, die werden jetzt wieder aufgeladen. Und zwar nur ganz locker. Man weiß ja nie. So geht das hoffentlich jetzt weiter bis zur nächsten befestigten Piste. Und dann trinken wir erstmal einen zweiten Kaffee oder sowas. Puh. Naja, wir haben es ja so gewollt. Und so schlimm war es jetzt auch nicht. Viel Arbeit, viel Schweiß. Die Zivilisation hat uns wieder. Wir stehen wieder auf befestigtem Boden. Da, wo auch andere hinkommen. Aber egal. Hauptsache, wir sind erstmal raus. Tom ist jetzt noch das Moped holen. Kampf hat Spuren hinterlassen. Jetzt geht's ins Meer. Der Tom, der gewiss ist, erstmal in die große Badewanne. Das ist nass geschwitzt. Da hinten. So, was runter muss, muss auch wieder rauf. Endlich wieder aufs Dach gemacht. Ja. Hoffentlich brauchen wir sie so schnell nicht wieder. Gar nicht mehr. Idealerweise gar nicht mehr, ja. Das Gefühl, die dabei zu haben. Haben sich auf jeden Fall schon gelohnt. Haben wir nicht umsonst gekauft. Das war auch schon mal gut. So, wir haben noch keine 2 Uhr. Wir snacken ein bisschen griechisch. Und wenn wir uns so freuen, dass wir wieder rausgekommen sind aus dem Sand, trinken wir jetzt ein Glas Rotwein dazu. Und dann knallt die Sonne richtig. Also hier stehen wir doch auch ganz schön. Vor allen Dingen haben wir auch noch nette Nachbarn. Ich bin gespannt auf den Sonnenuntergang. Morgen. Ich wollte noch mal Revue passieren lassen, unser Desaster im Sand. Ich habe genau 3 Dinge gelernt. Erstens, niemals in tiefen Sand fahren, ohne vorher Luft abzulassen, egal wie spät ihr dran seid und wie faul ihr seid. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Zweitens, wenn ihr euch dann festfahrt, bleibt erstmal stehen und holt die Sandbleche runter und versucht nicht rückwärts, vorwärts da rauszuwippen. Es wird nur noch schlimmer. Punkt 2. Und Punkt 3 ist, man kommt da wieder raus allein. Also macht euch keine Sorgen und schlaft gut. So, liebe Leute, jetzt kamen gerade hier 2 nette Menschen mit 2 Unimogs an. Und ich habe denen gesagt, man kann sich hier leicht festfahren. Haben die so ein bisschen gelacht und sagten, wir haben ja einen Unimog. Und schaut mal an, was passiert ist. Der Unimog steckt fest im Sand. Ich gehe denen jetzt mal ein bisschen helfen. Kuba, hilfst du auch? Frühstück am Strand, in der ersten Reihe. Da kann ja kein Luxushotel mithalten, oder? Das schmeckt. Danke an den Chefkoch Tom für dieses schöne Frühstück. So, nach mehreren Tagen haben wir uns heute mal wieder aufgemacht und vom Beach Life. Hier in der Nähe ist wohl irgendwie so ein Fischer. Häfchen und eine kleine Ruine. Und dann gehen wir jetzt gerade mal schauen. Ja.
31 Grad. Coco geht so komisch, weil ich gerade tierisch erschrocken bin. Und hier war so eine anderthalb Meter lange Schlange, braun-grün. Ist Gott sei Dank abgehauen. Aber ich habe echt den Pipi in der Hose. Ist da eine Schlange? Mega Ausblick. Wieder mal ein traumhafter Ausblick hier. Wir sind hier zu so einer kleinen Ruine hochgeklettert, nachdem wir eben die Schlange verscheucht haben. Quatscht mir mein Mann wieder ins Video. Guck mal, könnt ihr das sehen? Ich würde mal sagen, da ist ein Waldbrand. Gott sei Dank weiter weg vom Krümel. Der Krümel steht ungefähr da im Wasser. Und gibt's da oben was zu gucken? Coco, du hast keine Genehmigung, da reinzuklettern. Hat sich tatsächlich auch noch gelohnt. Wir sind noch einen Tag länger geblieben als eigentlich geplant. Aber das Abschmieren hat so lange gedauert und dann hatten wir irgendwie auch keinen Bock mehr. Und jetzt haben wir nochmal neue Nachbarn bekommen. Pookie Adventure. Die begrüßen wir ganz herzlich hier. Und mit denen werden wir sicherlich gleich auch noch ein bisschen plaudern. Freuen wir uns sehr. Sowas findet man leider auch hier mitten im Wald. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wer sowas macht. Finde ich echt blöd. Ansonsten gehe ich hier mit dem Kuba eigentlich mitten durch den Wald und es ist traumhaft schön. So, ich habe heute abgeschmiert. Muss man ja sein, nach 2000 Kilometern mal machen. Dachte, wäre easy going, da ich ja neue Kardanwellen-Kreuzgelenke habe. Mit neuen Schmiernippeln. So, dummerweise genau der oberste Schmiernippel von den sechsen, also von der Welle, die vom Motor zum Verteilgetriebe führt. Dort ist der Winkel so, dass ich mit meinem Maul von meiner Fettpresse nicht reinkomme. Mist, jetzt muss ich mir irgendwie noch einen Adapter besorgen. Keine Ahnung, was man da so braucht. Muss ich gleich mal im Internet schauen. Also irgendwie, es wäre schön, wenn irgendwas mal auf Anhieb klappen würde. Was soll's. Hier ist es einfach aber nur schön. Wir haben super Wetter und super Wald hier. Echt toll. Da ist noch ein weiterer Feuerwehr. LKW angekommen von Pookie Adventure. Auch ganz liebe Leute. Der Witz ist, dass wir echt viel von denen abgeguckt haben. Zum Beispiel die Tischlösung oder die Duschlösung. Freue ich mich ganz besonders, dass wir die heute treffen. Die Pookie Adventure Team. Das ist Alex, ne? Ja. Und du warst Ulrike? Ursula. Ursula. Guten Morgen. Wir haben uns entschlossen, obwohl wir hier mega liebe Nachbarn haben, Pookie Adventure und natürlich einen mega geilen Platz hier direkt am Wasser, heute mal weiterzufahren und was für unsere Bildung zu tun. Wir machen uns jetzt gleich nach dem Frühstück auf den Weg zu den archäologischen Stätten von Olympia und gucken mal, wie die Leute früher so die Olympischen Spiele verbracht haben. Jo, kommt doch mit. So, Coco fährt wieder, der Kuba wollt nicht mit. Ja, fahr einfach bis zum Schatten da. Wir laufen jetzt voll. Na, Kuba will nicht mit. Kuba will nicht mit. Fahr mal hin bis zum Schatten, dann ruf ich. Tschüss, Kuba. Tschüss. So, tschüss, Pookie Adventure.